Wunderschönen guten Morgen, der Series Series, Episode 2, Folge 3. Heute geht's ran an Olli. Heute möchte ich euch zum Einstieg mal das Herzstück zeigen, den Motor, so ein bisschen erklären, Unterschiede Santana zu Land Rover, was ich an dem Motor alles machen möchte, jetzt vorerst, und welche Komponenten im Motorraum mit verbaut sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Fangen wir gleich mal beim Herzstück an. Das ist der Motor. Ich werde demnächst wahrscheinlich ein React machen auf ein Kaufberatungsvideo für eine Serie. Da sind nämlich einige ganz schöne Fehler drin in der Erzählung und Aufzählung. Und ja, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Hier handelt es sich auf jeden Fall um einen 2,25, also 2-Quarter-Liter Diesel. Es gibt den auch als Benziner, aber nicht von Santana. Santana hat noch einen Sechszylinder gebaut. 2,7 oder 2,6 Liter, glaube ich, hat er dann gehabt. Weiß ich jetzt nicht ganz hundertprozentig genau. Hauptsächlich auch in dem langen. Im kurzen, glaube ich, gab es den mit Sechszylinder nicht. Weiß ich jetzt aber auch nicht ganz hundertprozentig genau. Klassiker und am weitesten verbreitet ist der 2,25 Liter Diesel. Ist ein Lizenzbau von Rover, ist ein sehr zuverlässiger Motor, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Ich habe hier noch den dreifach gelagerten, also der mit der dreifach gelagerten Kurbelwelle, die späteren Modelle, beziehungsweise gibt es auch mit vierfach gelagert, ich weiß nicht, ob die später kommen sind, oder ich glaube, die sind dann später gekommen. Es gibt da eigentlich ja schon ein bisschen was zu beachten. Aber es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, eher ein Traktormotor, also ein ganz einfach aufgebauter Dieselmotor. Sehr zuverlässig, sehr großen Kühlwasservorrat, also hat normalerweise auch, was Temperatur anbelangt, geht so einigermaßen. Eher Getriebeöl-Thema, Motorenöl eigentlich normalerweise nicht. Was der sogar hat, ist eine Druckanzeige für Öldruck. Ist wohl offensichtlich irgendwie so eine Option gewesen. Es gab bei den Santanas auch die Especial-Version, das ist so die Top-Ausstattungsversion gewesen, ist meine jetzt eigentlich nicht, beziehungsweise habe ich noch kein Schild gesehen darüber. Ja, keine Ahnung, ob das der ist oder ob man das mal zusätzlich nachträglich eingebaut hat. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal oben an. Oben sehen wir den Luftfilter. Hoppla, das ist ein Ölbad-Luftfilter, da unten ist das Ölbad drin. Die Luft wird praktisch hier oben an dem sage jetzt mal Kamin angesaugt, geht unten runter, geht durch das Ölbad, geht vom Ölbad aus dann praktisch durch den Filter und durch diese Luftleitung hier in den Ansaugtrakt, geht dann hier in den Motor rein. An dem Ansaugtrakt ist dann auch noch hinten der Anschluss, wie man sieht, dieser silberne Anschluss hier für den Unterdruck, für die Bremse, für den Bremskraftverstärker, hat Santana eigentlich relativ früh schon verbaut, gab es teilweise bei Land Rover so noch nicht. Mein anderer Land Rover hatte hier unterhalb von der Lichtmaschine eine eigene Vakuumpumpe. Hat der jetzt hier, wie gesagt, so nicht, sondern der holt sich den Unterdruck über den Motorunterdruck und saugt praktisch dann hier an dem Bremskraftverstärker mit dieser Membran, die das Pedal praktisch oder unterstützt den Pedaldruck vom Fuß über den Unterdruck vom Motor. Relativ einfach, relativ simpel. Wie gesagt, bei der Pumpe ist es so, da sind Membrane drin, die sind manchmal kaputt. Gibt es über Mercedes eine Teilenummer, wo man die noch bekommt. Von Santana bekommt man da, so viel ich weiß, nichts mehr. Ich habe meine damals mal auseinandergebaut, sauber gemacht. Die Membrane waren damals noch in Ordnung. Hat auch funktioniert, wie gesagt, ist kein Thema, aber ist halt ein zusätzliches Element, was läuft. Ein zusätzlicher Riemen, der abreißen kann. Ja, ist bei dem jetzt eben nicht so. Hier oben sehen wir diesen Pilz. Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung, beziehungsweise allgemeine Motorentlüftung. Kurbelgehäuse ist es in dem Fall ja eigentlich gar nicht, sondern das ist ja oben die Nockenwelle.
Dieses Teil ist, wie man sieht, ich habe jetzt auch, muss ich dazu sagen, an dem Motor eigentlich so noch nichts verändert. Ist sehr ölig. Ist auch immer so ein Klassiker, dass die Motoren gerne siffen. Warum siffen die? Meistens deshalb, weil dieser Filter hier verstopft ist. Was bedeutet das? Ja, wenn dieser Filter hier verstopft ist, kommt praktisch der Überdruck, der im Motor einfach durch die gewisse Undichtigkeit von den Kolbenringen vorherrscht, nicht aus dem Motor raus und dann sucht sich halt irgendwo einen Platz, wo das raus kann. Das ist halt dann meistens neben dieser Entlüftung oder irgendwo am Ventildeckel oder so. Am besten dieses Teil entweder austauschen oder wirklich mal 2 Tage im Benzin einweichen, sauber machen und dann funktioniert es auch wieder. Wie man sieht, geht hier auch eine Leitung wieder in die Ansaugbrücke. Das ist praktisch die Nachverbrennung von den Gasen, dass das nicht in der freien Umgebung irgendwo abgegeben wird, sondern das wird dann nochmal nachverbrannt. Hier sehen wir den Ventildeckel. Unter dem Ventildeckel, das silberne mit diesen 3 Schrauben, 1, 2, die sitzt da hinter dem Schlauch versteckt, und die Nummer 3 ist die Nockenwelle. Da kann man dann auch die Ventile einstellen, muss man noch manuell machen, keine Hydrostößel, sondern ganz klassisch manuell Ventile einstellen. Daneben sehen wir hier unten die Einspritzpumpe. Das ist die Einspritzpumpe, die hier unten am Motor sozusagen angeflanscht ist, über ein Zahnrad angetrieben wird. Da unten sehen wir so eine kleine Spitze. Das ist praktisch die Einstellhilfe für den Förderbeginn. Man kann praktisch die Pumpe lockern und kann die Pumpe in dem Sitz bewegen. Hier ist so ein bisschen der Anhaltspunkt, Förderbeginn früher, Förderbeginn später. Können wir mal später irgendwann vielleicht in einem Video noch erklären, wie man das macht. Habe ich jetzt erstmal noch nicht vor, irgendwie groß einzustellen. Man sieht hier diese silbernen Leitungen, das sind die Einspritzleitungen, die gehen zu den einzelnen Einspritzdüsen. Es sind insgesamt 4 Stück, die da im Motor drin sind. Oben sieht man die Rücklaufleitung. Die Rücklaufleitung geht wieder zurück in den Tank. Hier ist Motormasse. Unten drunter sieht man die Glühkerzen. Das sind die hier. Die waren bei meinem damals, waren da die Drähte schon komplett korrodiert und waren eigentlich schon komplett weg. Darum ist der auch damals beim Liefern total schlecht angesprungen. Ist bei dem jetzt nicht der Fall. Dann haben wir hier unten den Öldruckschalter. Das ist dieser nachgerüstete Öldruckschalter, der hier auf dem Sockel, sage ich jetzt mal, von dem Ölfilter sitzt. Da ist daneben auch nochmal ein elektrischer Schalter für eine Öldruckwarnleuchte, die wir auch haben. Das heißt, wenn hier zu wenig Öldruck ist, dann wird hier ein elektrisches Signal geschalten, das vorne im Armaturenbrett eine rote Leuchte angeht. Die geht auch an, wenn praktisch der Motor mit Zündung angemacht wird, beziehungsweise nur die Zündung angemacht wird, nicht der Motor mit Zündung, sondern nur die Zündung angemacht wird und der Motor noch nicht läuft, also noch kein Druck da ist, dann kann man kontrollieren, ob die Leuchte funktioniert oder nicht. Bei dem Santana ist es so, der hat, zeige ich euch hier mal, ich hoffe, man sieht es ein bisschen, dieses schwarze Mannfilter, MAN-Filter. Eine Filterkartusche. Also der hat nicht wie die Land Rover eine Filterpatrone, glaube ich, sagt man auch. Die Land Rover haben eigentlich ursprünglich so einen Filter, wie sagt man dazu, ja, einen normalen Filter gehabt, wo man das Gehäuse weggeschraubt hat. Dann hat man den Filter reingesteckt und das Gehäuse wieder drauf gemacht. Ist bei dem nicht so, ist eine Filterpatrone wie bei den modernen Motoren schon total klasse. Abschrauben, neuer drauf, fertig. Muss man nicht irgendwie gucken, dass der dicht wird oder sowas. Das haben die Ländis nämlich gerne, dass die, also die englischen Ländis haben das gerne, dass die ein bisschen an dieser Dichtung undicht sind und dann gerne auch mal die 6, 7 Liter Öl, die im Motor drin sind, dann davonlaufen. Das passiert bei diesem hier nicht. Oben drüber die Kraftstoffförderpumpe. Die wird auch über den Motor mit angetrieben, ist aber unten, das sieht man hier, eine Möglichkeit, das ist so eine Handbetätigung. Das heißt, wenn mal irgendwie eine Leitung undicht ist, dann ist es keine Pumpe, die gegen den Unterdruck oder gegen Luft fördert, sondern die muss immer flüssigkeitsgefüllt sein. Und das kann man mit dem Finger dann, indem man das praktisch pumpt, kann man den Diesel praktisch vom Tank raus vorfördern. Geht dann praktisch, wie gesagt, eine Leitung in die Einspritzpumpe rein. Diese Dinger sind auch manchmal ein bisschen anfällig. Kann manchmal sein, dass die hängen, kann manchmal sein, dass die Membrane kaputt ist. Also so ein Teil am besten einfach immer im Werkzeug mit dabei haben. Die machen manchmal Probleme. Habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht gehabt, aber ja, kann passieren. Was haben wir denn noch Interessantes?
Vorglühwiderstand. Was der Santana auch hat, das sieht man hier, das sind zwei Leitungen für die Heizung. Der hat eine Innenraumheizung. Die Innenraumheizung kann aber, wie man hier sieht, an einem Schieber abgeschiebert werden. Das heißt, man kann die im Sommer praktisch zumachen. Im Winter kann man das, da drüben, da hat normal so einen Handgriff drauf, kann man das Ding aufmachen. Dann zirkuliert es durch den Wärmetauscher im Innenraum. Im Innenraum ist dann ein Lüfter drin, elektrischer, mit drei Stufen oder zwei Stufen, glaube ich, den man praktisch dann einschalten kann, um dann hier im Innenraum ein bisschen warme Luft reinzubekommen. Ist auch nicht Standard, soviel ich weiß, oder nicht ganz üblich so. Das mit der Lukas-Beschriftung ist der Dieselfilter. Sieht man die Leitungen, die ankommen und die Leitung, die weggeht, Überlaufleitung. Da muss man unten praktisch, das ist so eine, auch so eine Kartusche, unten dieses silberne kann man abschrauben. Dann kommt der Filter wieder drauf, Deckel wieder drauf, zuschrauben, entlüften, fertig. Da ist oben in dem Sitz eine Dichtung drin, die sollte man auch austauschen und aufpassen, dass man die praktisch neu macht, weil da kann es dann passieren, dass er ein bisschen sifft, wenn man das vergisst. Was die auch gerne sind, ist jetzt in dem Fall, geht es. Mein anderen war der ziemlich locker, der Filter, und hat ziemlich viel Ärger gemacht, lautstärketechnisch. Hat der aber Gott sei Dank nicht. Was wir noch haben, das ist das Kühlungssystem. Kühlung, Befüllung. Ist sogar noch Flüssigkeit drin. Hier unter dieser dreiecksförmigen Abdeckung ist das Thermostat drunter. Das Thermostat drunter ist die Wasserpumpe. Sieht man jetzt hier nicht gescheit, die das Wasser praktisch zirkuliert. Hier haben wir einen Überlaufbehälter. Da läuft praktisch das überschüssige Kühlwasser rein. Daneben, was auch ziemlich lustig ist, ist eine Spritzwasser, ein Spritzwasservorrat. Der Spritzwasservorrat geht in den Innenraum. Im Innenraum ist eine kleine Pumpe, die man von Hand betätigen kann, und dann kommt die Leitung hier wieder raus und geht hier, ginge hier theoretisch da oben an die zwei Anschlüsse an der Motorhaube und würde dann praktisch auf die Scheibe sprühen. Auch ziemlich lustig, weiß ich nicht, ist glaube ich so auch nicht unbedingt Standard. Funktioniert, habe ich bei meinem anderen aber tatsächlich auch nicht in Betrieb genommen. Und dann haben wir hier noch die zwei Behältnisse. Was könnte das wohl sein? Das eine ist die Bremsflüssigkeit mit dem Hauptbremszylinder. Der Santana hat ein Zweikreisbremssystem. Das heißt, die Bremsleitung geht hier hinten vorbei, geht hier rüber, hier drüben dann runter. Unten ist ein Verteiler. Zwei Kreise, einmal vorne links, hinten rechts und einmal vorne rechts, hinten links. Sodass praktisch, wenn ein Kreis ausfällt, der andere noch die anderen zwei Räder betätigt. Warum ist dann hier nochmal ein zweiter Flüssigkeitsbehälter? Ja, ganz einfach, das ist die Kupplungsflüssigkeit. Der hat nämlich eine hydraulische Kupplung. Das heißt, das ist ein Geber- und Nehmerzylinder, wird hydraulisch betätigt. Ja, was gibt es sonst noch viel zu sagen? Da ist der Ölkontrollstab. Unten ist der Anlasser. Links ist der Generator. Ja, hier sehen wir das Lenkgetriebe noch, beziehungsweise das hier ist die Füllschraube, beziehungsweise dann da drüben ist der Lenkarm oder der Hebel, der rauskommt, der dann praktisch die Lenkbewegung übernimmt. Ja. Ansonsten, Rahmen, wie man sieht, ist eigentlich wirklich ziemlich ordentlich. Da vorne vor dem Kühler ist es sagenumwobene Lenkrelais. Ja, ich denke, dann haben wir vom Motor her erstmal die wichtigsten Sachen erklärt. Und ich würde sagen, ich erkläre euch noch ein bisschen, was ich vorhab zu machen. Also was auf jeden Fall passieren wird: Dieselfilter austauschen, Ölfilter austauschen, Ölwechsel, diese Filter reinigen, Ventile einstellen, dann auf jeden Fall neue Glühkerzen, auf jeden Fall die Schnellglühkerzen, Luftfilter rausmachen und sauber machen, neu mit Öl befüllen. Bremsflüssigkeitswechsel und Kupplungsflüssigkeitswechsel, und ansonsten Working in Progress, also erstmal laufen lassen und gucken, ob alles funktioniert, und wenn was nicht funktioniert, dann halt dementsprechend nachbearbeiten, nachreparieren. Da auf dem Ventil möchte ich noch auf jeden Fall einen Griff drauf machen,
Und ja, dann holt mich jetzt mein Hubschrauber ab und fliegt mich nach London. Ich wünsche euch was, macht's gut, schöne Woche, bis dann, ciao.